Wie wollen wir denn bitte ein Monster bekämpfen, wenn wir es nicht sehen können? Ganz einfach, gar nicht. Und deswegen, weil wir sowieso keine Chance haben. Unsichtbares Raubtier, meine Damen und Herren. Jage einen Mondlichtnagerkuga im Turm. Oh, oder? Nein. das war Fail. Mewis hatte die Quest ja schon auf. Lololol. Habe ich denn gegessen? Ja, habe ich alles dabei? Ja, gut. Wir können los. Get ready. Los. Genau, heute geht es um die Nagakuga-Unterart, die, wie ihr denkt, jede Menge, euch schon denken könnt, jede Menge Affinität hat. Also die Waffen mit Gift erwachen und so weiter. Der Mondlicht-Nagakuga kann aber auch so Gift schießen, im Gegensatz zum normalen Nagakuga. Gegen Gift, ja. Gut. Dankeschön. Wir machen heute auch mit dem guten Stefan Sleepbombing. Ich habe echt gerade gedacht, wo ist er denn? Aber dann ist mir eingefallen, dass er unsichtbar ist. Wo ist er? Wo ist er? Na? Hier ist er nicht. Hier ist er. Mondlichtnagerkugel. Nein! Nein! Hier wunderschön in Silber. Ja, was ist das für eine Farbe? Silber, grau, lila, ein klein wenig, ein Touch lila. Sieht schon echt nice aus, die Farbgebung. Hier in Monster Hunter Tri Ultimate. Und diese lilanen Pfeile, die symbolisieren das Gift. Also wenn ihr von denen getroffen werdet. Oh, ich habe schon gedacht, ich demonstriere es euch jetzt, aber das ist mir dann doch nicht so lieb. Ja, wenn die euch treffen, seid ihr vergiftet. Hier eine Rüstung mit Gift negiert ist natürlich endgeil. Er macht doch echt viel Schaden, obwohl ich block. Also das ist schon echt nicht zu verachten. Wow. Hier aufpassen. Stefan sollte zumindest mit Schlaf schießen. Schön wieder auf den Tail gehen. Der hupst und hupst natürlich richtig viel rum. Deswegen können wir jetzt auch nicht so exzessiv auf den Tail gehen. Thank you guys. Ich habe einen neuen Spruch. Die Sprüche muss ich eh nochmal überarbeiten. Es war jetzt relativ sinnlos, das erst aufs Ende zu hin vom Let's Play zu machen. Aber besser später als nie. Hier wieder schön reinschnetzeln. Der hält auch eine ganze Menge aus. Scheinbar doch nicht. Und ja, heute wollte ich mit euch mal als Synchro-Thema sozusagen mal darüber reden. Nach welchen Kriterien ich denn so meine Spiele bewerte. Interessiert jetzt vielleicht nicht alle, aber vielleicht doch den einen oder anderen. Weiß ja nicht. Kann ja sein. Boah, hier das Turmgebiet bei Nacht sieht schon irgendwie geil aus. Ja, wie ich denn auf meine Punktzahl komme und was ein Spiel denn haben muss, damit es gut ist oder halt eben auch nicht. Ich habe mir da so eine kleine Liste gemacht. Wieso schießt der jetzt Lähmung? Und zwar, ja, fängt es schon so an mit der Genre. Also, ich habe mir da so Bewertungskriterien aufgeschrieben. Ich bin richtig ordentlich, ich weiß schon. Und da zum Beispiel habe ich mir so eine Liste gemacht für RPG. Also, bei RPG gibt es dann natürlich logischerweise 3 Punkte auf die Story, 3 von 10. Ja, was weiß ich. Dann noch einen Punkt auf die Innovation. Innovation. Oh, nice. Das ist jetzt halt so gemeint, ob die Story auch, also, was weiß ich, ob die auf die Spielewelt, sage ich mal so. Wobei auf die Spielewelt gibt es auch nochmal extra Punkte. Das ist nämlich mir auch sehr wichtig bei einer Spielewelt. Die muss ja nicht immer unbedingt groß sein, aber schön designt und detailreich. Das ist schon irgend sowas, was sein muss. Sonst kann das Spiel nicht in die Nähe von 10 Punkten kommen. Ist ja auch nicht so, dass ich mich da irgendwie festgeschrieben habe auf, du darfst nur 0,5 Punkte geben. Sondern ich mache da halt einfach so, wie ich will, 9,2, 7,8. Also da müssen nicht zwingend 0,5 oder 0,0 Zahlen rauskommen. Das sei nochmal so erwähnt noch. Wir hier sind übrigens beide, Mewis und ich, wieder, Rakythios Gunlands. Oh,
Die beiden kacken gerade ab. Meine beiden Mitstreiter, ich kann kein Life Powder nehmen. Nein. Life Powder. Life Powder. Oder zum Beispiel 2D Jump'n'Run, weil man da eben nur wirklich eine Ebene oder zwei Ebenen, um genau zu sein, hat. Sprich, halt von links nach rechts. Ja, muss man halt auch darauf achten, dass es für den Spieler nicht langweilig wird. Schön hier zum Kopf die Bomben. Und dafür, da ist mir halt wirklich Innovation sehr wichtig. Und da gebe ich dann halt auch 4 Punkte drauf oder so. Das ist mir schon sehr wichtig dann. Oh. Hier, nice. KO. Nee, nicht KO, aber trotzdem nice. Nice 2 Days. Vielleicht schaffen wir ja noch den Tailcut, wer weiß. Wäre schon cool. Ja, wieso schreit er jetzt nochmal? Das seltene Item von ihnen heißt übrigens Mondscherbe. Nein! Trübe Mondscherbe, genau. Trübe Mondscherbe, finde ich auch cool, den Namen. Oh, ich benutze fast gar nicht meine Schüsse, fällt mir gerade auf. Wurde hier etwa eine Trap geplaced? 3D Jump'n'Run ist mir die Steuerung und die Kamera sehr wichtig. Also, ja, dann 2D Jump'n'Run, weiterhin natürlich der Multiplayer. Dass man dann, sag ich mal, was ja auch so ein klein bisschen Spielspaßverlängerung irgendwo hin darstellt. Multiplayer, ja, ist immer gut. Online bei 2D ja, ist jetzt eher nicht so das, was ich brauche oder was ich mir wünsche. Das im Gegenteil, das stört mich sogar bei 2D Jump'n'Runs. Also da will ich keinen Multiplayer. Ich tue jetzt aber halt auch nicht irgendwie sagen, dass das Spiel dadurch schlechter wird, falls es denn sowas hat. Ja, in der Falle. Haben wir denn hier irgendwo mal sorry? Der Tape konnte immer noch nicht abgetrennt werden. Yay! Sagte er und trennte den Tail ab. Ja, was gibt's noch für Spiele? Simulationsspiele wie Animal Crossing. Natürlich auch ganz wichtig, die Auswahl an Items. Also, was weiß ich, ob. Natürlich erstmal, ob es realistisch ist. Weil sowas wie Animal Crossing, ja. Du hast also Tiere als Nachbarn. Da ist das mit dem Realismus auch nicht ganz so wichtig. Da ist der Zeichenstil unglaublich schön. Und das ist da wichtig. Das ist nicht so wichtig, Realismus. Aber gerade sowas, wenn ich sowas wie Sims spielen würde, was ich ja nicht tue, dann wäre mir schon Realismus auch durchaus wichtig. Oder was weiß ich, ja, was ist mir bei bei Simulation noch wichtig? Ja, Simulation ist halt immer so eine Sache. Motivation muss ja irgendwo gegeben sein. Weil man macht ja jeden Tag dasselbe. Und das hat Animal Crossing auch bei mir geschafft. Also ich habe da durchaus sehr lange dran gespielt und durchaus habe ich gedacht, dass das Spiel fürs Leben ist. Also die Spieleserie, die ich mein Leben lang lieben werde. Und es ist auch immer noch so. Aber Monster Hunter habe ich im Nachhinein ein klein wenig lieber gewonnen. Wie man vielleicht auch irgendwie ein klein wenig merkt. Oh. Ach man, ich habe gedacht, ich könnte moin. Moin. Was schießt Stefan denn da gerade Schönes? Wahrscheinlich irgendeine ultra starke Supermunition, die 5000 Schaden macht. Oh ja, scheint echt so. Es bombardiert hier fleißig. Oh, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch getroffen hat, der gute Milbis. Ich habe mich auch mal mit ihm unterhalten, was er dem Spiel denn geben würde. Und ja, so viel sei schon mal gesagt, er gibt ungefähr, er gibt mehr als ich. Er gibt auf jeden Fall mehr als ich. Ich versuche natürlich auch in einem gewissen Sinne objektiv zu bleiben. Aber hätte ich echt nicht gedacht, dass er, sag ich mal, so viel mehr gibt. Oder na gut. Ja, also da tue ich nochmal genau mit ihm reden. Aber ist schön, dass ich jetzt schon mal ungefähr weiß, wie viel es denn gibt. Wäre natürlich auch cool, wenn ich irgendwie ihn als Gesprächspartner beim letzten normalen Part mit dazu holen könnte. Das wäre echt cool, aber geht halt nicht, weil er kein Skype oder Teamspeak hat. Teamspeak habe ich jetzt auch erst seit kurzem. Und ich habe es noch nicht mal. Aber ich werde es mir holen, weil ich dann Cube World Let's Play Together aufnehme. Mit Ostfalke, das wird aber bestimmt schon vor circa 3 Wochen ein Infovideo hochgekommen sein. Was natürlich noch nicht aufgenommen ist, aber es wird kommen. Wo ich dann nochmal erkläre, scheiße, dass ich mit Ostfalke LPL zusammen spiele. Oh mein Gott. Immer Lebenspuder.
Dankeschön. Thank you guys. Mhm. Wir schnetzeln auch ganz schön ordentlich rein, wie ich finde. Ja, wir machen ihm ganz ordentlich Schaden. Nein. Nein. Ja komm, ich hab geblockt. Was ist die was soll die Scheiße hier? Mann. Hält aber durchaus was aus, der Gute. So, hier schön den Lauf von Feuer in die Fräse. Oder an den Flügel. Mir relativ egal. Auf den Schweif. Ich bin schon wieder dazu geneigt, Schwanz zu sagen, aber da regen sich ja immer so viele auf. Ne, eigentlich regt sich da niemand auf, aber hört sich dann noch irgendwie ein klein wenig komisch an. Komm schon, Explosions. Explosion. Tja, das hast du dir so gedacht, mein Lieber. Los, explodiere. Okay, lieber erstmal heilen. Ich habe natürlich auch wieder in weiser Voraussicht nichts zum Nachkombinieren dabei. Ja. Aber wie findet ihr denn so meinen Bewertungsstil, meine Bewertungskriterien? So in dem Sinne. Ich überlege auch gerade noch, ob ich irgendwas, ein anderes Genre spiele. Ja, natürlich, Mario Kart. Selbstverständlich. Da kommt es mir am meisten auf die Steuerung an. Dann, also da gebe ich 2,5 Punkte drauf, glaube ich. Dann zählt natürlich auch noch sowas wie Abwechslung durch die Strecken. Gutes Balancing zwischen Karts und Bikes und der Items, also ob wieder der Stachypanzer so overpowered ist. Und sobald man den hat, kann man den ersten wieder auf den letzten Platz katapultieren und der hat überhaupt keine Chance mehr. Sowas halt. Und also ob das Spiel ja auch wirklich gerecht ist oder ob es nur auf Glück basiert. Ja, das ist auch solche Party-Spiele, ja, das. Da habe ich natürlich auch schon. Da habe ich mir aber noch keine so großen Gedanken gemacht. Da habe ich mir einfach nur. Oh, scheiße. Ich hätte Lebenspulver nehmen müssen. Es tut mir so leid. Ja, schön gesteckert und du freudige Bestie, du. Du König der gläsernen Erziehung. Ja, Monster Hunter ist mal wieder sehr erzieherisch heute. Monster Hunter ist eben nicht nur doofes Draufgeschnetzel. Oh, er fällt schon wieder hin. Nein, das ist sehr bildend, dieses Spiel. Muss man dazu sagen. So. Können wir denn schon wieder Wipe-on-Fire machen? Natürlich können wir schon wieder Wipe-on-Fire machen. Und ich glaube, wir haben ihn sogar getroffen. Zumindest war das gerade irgendwie komisch. Muss ich mir dann nochmal ein Video anschauen. Er hat irgendwie, wollte gerade seinen Schrei loslassen, hat dann aber gestackert. Keine Ahnung, wieso, wahrscheinlich wegen dem Wipe-on-Fire. Also habe ich doch noch getroffen, scheinbar. Cool. Habe ich nicht gedacht. Hier nochmal schnell Speed-Shopping. Auf die Fräse. Ne, wieder nur auf die Flügel. Oh, er wird wütend. Oh nein. Wir haben so eine Angst. Nicht. Oh nein. Aber echt schön, wie du zusammen stackerst. Aber ich muss echt mal wieder darauf achten, dass ich meine Zähne auseinanderkriege. Das ist teilweise so schlimm. Oh, da nuschel ich einfach in mein Mikrofon. Und das Schlimmste ist, man merkt es ja selber gar nicht so. Ist aber echt so, dass ich da teilweise, rumsitze. Und ich merke das wirklich selber nicht manchmal. Ich bin so ins Erzählen vertieft und dann konzentriere ich mich gar nicht drauf. Oh, nice. Meine Zähne auseinanderzukriegen. Das sagt unsere Russischlehrerin auch immer, unserem Muttersprachler. Oh, trübe Mondschabe. Mm. Der kommt aber nicht aus Russland, sondern aus Kirgistan oder irgend so. Wusste ich auch noch nicht davor, dass es das Land gibt, aber man lernt ja praktisch nie aus. Wieso können wir denn so oft ausweiten? Hä? Naja, ist ja auch egal. Dann gehen wir hier mal wieder und schreiben den anderen, was wir denn Schönes bekommen haben. Oh, hier kann man sogar Russisch schreiben. Warte, ich will Privet schreiben. Das heißt, hallo, Privet, Moment. Wo ist das R? Ich sehe es nicht. Scheiße. Privet. Ach hier, Pri. Ems, Brems. Das schreibe ich auf jeden Fall noch, wenn es 3 Stunden dauert. Pri. Scheiße. Viet. Wo ist das T? Ah, nein. Mann. Ja,
Auf jeden Fall schöne trübe Mondscheibe bekommen. Das Rare Item. Mm. Exklusiv und Game Fruit. Ich merke auch gerade wieder, dass du halb ins in den Popschutz reden. Ja, was bekommen wir denn? Schöne Mondnager, Rasierer, Klingen, Messer, Scherben und alles so gedöns. Cool, zwei Amulette. Vielleicht bekommen wir doch mal ein geiles Amulett zur Abwechslung. Wasserangriffen. Ja, durchaus. Und das ist doof. Haben wir doch ein ganz geiles Amulett bekommen. Schärfer plus 8. Nee, oder Schnellschärfen plus 8. Hatte ich bis jetzt, glaube ich, nur plus 7. Kann ich den verkaufen, cool. Aber nun gut. Das war's dann auch schon wieder mit Monster Hunter Tri Ultimate. Und dem vorletzten Part. Von dem normalen LP. Also morgen, beziehungsweise übermorgen, falls ihr das Video einem Dienstag oder Samstag schaut. Morgen oder übermorgen geht's dann weiter mit der seltenen Unterart vom Lagerkruss. Ich verabschiede mich. Tschüss.